Na super, wir sind gestorben, aber zum Glück wachen wir. Was heißt wachen? Aber wir stehen wieder hier in dem Hotelzimmer und vor uns ist der Aktenkoffer. Ich bin mir aber immer noch nicht im Klaren darüber, wie die Kombination lauten soll. Wir haben ja nichts mehr als diese fünf Sachen. Sechs Sachen. Diese sechs Sachen hier und die Aktentasche in dem Zimmer ist auch nichts mehr. Also wirklich nicht. Und wir können ja auch auf die Aktentasche zugreifen, aber wir können nicht mehr zurück. Was bedeutet, es muss irgendwie eine Aktentasche sein und ich wüsste jetzt nicht, wie wir hier raus die Kombination. Also ich gucke mir die Tasche nochmal an, das ist. Ein Zahlencode. Verflixt. Was könnte die Kombination sein? Wir haben 3 Minuten, 180 Sekunden und. Aber es ist doch nichts hier außer dem scheiß Schloss. 1, 1, 1. Ne, das hatten wir schon. 2. Moment. Ich mach mal gerade mal den Ton lauter. Klingt anders, oder? Wenn ich auf die 3 schalte. Ja. Okay, also 3. Lassen wir das mal. Sieben. Ausgezeichnet. Das Blatt hat sich wieder gewendet. Die wird mir niemand mehr wegnehmen. Ich sollte jetzt schleunigst verschwinden. Ich will diesen Kerlen nicht in die Arme laufen, wenn ich das hier bei mir habe. Ich verließ leise das Hotel, rief ein Taxi und fuhr zum Flughafen. Ein langer Flug nach Mexiko erwartet mich. Okay. Haben wir das Schloss auch geknackt? Im Grunde war es gar nicht so schwer, wir haben es uns nur ein bisschen umständlich gemacht. Ich hatte auch letztes Mal ein bisschen die Lautsprecher leiser, deshalb habe ich das glaube ich nicht gehört, aber... Jetzt fliegen wir ja nach Mexiko. Mit unserem erste Klasse Flugticket. Und da ist Mexico City von Paris direkt. Fluglinie und jetzt Mexico City. Da nehme ich mal an, fahren wir mit dem Auto oder so, weil zu Fuß dauert das zu lange. Und wir sind jetzt mitten im Süden von Mexiko. Mit einem Bus. Ah, jetzt fahren wir weiter durch Mexiko, ganz in den Osten von Mexiko. Die Stadt habe ich aber noch nie gehört über den Ort. Und es ist auch Nacht, wo wir ankommen. Die Reise war sehr anstrengend. Ich kann mich kaum noch auf den Beinen halten. Ich brauchte recht lange, um das Geschäft von George im Gewirr der Straßen zu finden. Ah, da ist es ja, George. Aber schön ist es hier. Kann man nichts gegen sagen. Ein Brunnen ist auch hier. Und, oh, Martin Schick. Natürlich mit langer Hose. Das Wasser im Brunnen ist ganz sicher nicht trinkbar. Es stinkt bestialisch. Ach, mit langer Hose im warmen Mexiko. Das wäre mir zu viel. Hier ist die Straße entlang. Hier geht's zur Tür und hier ist noch ein Schild. Ja, George, ne? Steht da drauf. Georges Trödelladen. Das muss der Laden sein, von dem François erzählt hat. Da gehen wir gleich rein. Ich will nur mal vorher gucken, ob wir noch irgendwas Interessantes sehen, was uns vielleicht nachher noch behilflich sein könnte. Aber es scheint nicht so. Jetzt überlege ich weiter die Straße entlang. Ja, machen wir erstmal vielleicht, wer weiß, was da drinnen passiert. Und vielleicht sagt er ja hier, nee, ich muss erst zur Tür hinein. Aber nee. Oh. Oh, wer liegt denn da? Ein Streicher. Ich dachte schon, der wird tot. Genug Leiche für heute. Hier geht's zum Brunnen zurück. Hier ist eine Bar. Und ein Türsteher. Ich nehme mal an, der Türsteher lässt uns nicht in den Pub rein. Na gut. So voll ist der jetzt auch nicht besucht. Das ist die Tür.
Türsteher brauchen, naja. Hier ist eine Tür. Entweder ist niemand zu Hause oder alle schlafen tief und fest. Wieso klopfst du denn auch bei fremden Menschen an den... Er stinkt nach Tequila. Das kann ich sogar von hier riechen. Wow. Mal sehen, ob er ansprechbar ist oder schon im Delirium. Der wird mir nicht viel erzählen können. Reinste Zeitverschwendung. Ja, vielleicht später. Ich gucke jetzt erstmal den Türsteher mir an. Er bewacht den Eingang des Pubs. Sieht dir richtig gefährlich aus. Buenos noches. Buenos noches. Ich bin den ganzen Tag gereist und bräuchte etwas zu essen und zu trinken. Da müssen Sie woanders hingehen. Ich kann Sie nicht reinlassen, Senor. Ist der Pub geschlossen? Ich kann drinnen Stimmen hören. Natürlich haben wir geöffnet, aber nur für geladene Gäste. Ich will nur meinen Durst löschen. Ist das denn hier kein Pub? Kein Pub, Senor. Das ist ein ordentliches Restaurant, keine schmierige Kneipe. Ich habe genug Geld, wenn es das ist, worauf Sie hinaus wollen. Offensichtlich sind Sie hier neu. Deshalb werde ich Ihnen erklären, wie die Dinge laufen. Heute ist Pokernacht und nur Gäste, die persönlich von Signora Rosi eingeladen wurden, dürfen eintreten. Comprende? Kommen Sie also morgen wieder. Und wenn ich auch spielen möchte? Nur einheimische Spieler und ihre Verwandten dürfen rein und Sie kenne ich nicht, Signor. Also, wie wäre es, wenn ich Ihnen $30 gebe? Wie klingt das? Die Spieler geben mir dreimal so viel, um sicherzustellen, dass sie ungestört spielen können. Aber ich denke, es gibt da etwas, das sie für mich tun könnten. Ich höre. Sagen Sie Isabella, sie soll herkommen und ich werde eine Ausnahme machen. Das sollte ein Kinderspiel sein. Wo wohnt sie? In dem gelben Haus. Aber nehmen Sie sich vor Ihrer Mutter in Acht. Das ist eine wahre Furie. Okay, ich kümmere mich darum. Okay, deshalb hat er in dem gelben Haus schon mal geklopft. Obwohl wir da jetzt nicht hinkommen, vielleicht von der anderen Seite. Ja, hier kommen wir jetzt nicht rein. Der Türsteher lässt uns ja nicht durch. Was haben wir denn jetzt noch? Wir haben... Ah, genau, die Statue war in dem Koffer. Sagt er dazu was? Ein Artefakt, das mich fast das Leben gekostet hätte. Ja, richtig. Und die andere? Hierfür bin ich den ganzen Weg aus Frankreich hergekommen. Die hat nur den Text von dem Frankreich... Hotel. Die Karte haben wir noch, die Maya-Karte und Geld. Ich gehe jetzt mal wieder nach vorne. Vielleicht ist ja bei dem George jetzt mal was los. Irgendwo muss ja diese Isabelle sein. Isabella. Hier ist die Tür, mit der können wir sprechen. Jetzt mache ich das erstmal. Interessiert mich gerade mehr. Wer zum Teufel kann das wieder sein? Es ist nach Mitternacht. Was wollen Sie? Haben Sie eine Ahnung, wie spät es ist? Und wer sind Sie überhaupt? Das ist eigentlich nicht wichtig. Ich habe eine Nachricht für Sie. Naja, eher für Ihre Tochter. Was wollen Sie von meiner Isabella? José schickt mich. Er will, dass sie zu ihm kommt. José? Dieser Schuft? Dieser Lustmolch? Und was denken Sie, was er wohl mitten in der Nacht von ihr will, ha? Sagen Sie ihm, dass Isabella so spät nicht mehr arbeitet. Sie schläft, wie jeder anständige Bürger. Aber... Ich schlafe gar nicht. Du gehst nirgendwo hin, verstanden? Was will denn dieser Gauner überhaupt von ihr? Hat er Ihnen das auch gesagt? Er sagte nur, dass er sie sehen möchte. Mehr nicht. Vielleicht will er mir das Geld geben, das er mir von letzter Woche noch schuldet. Zu allem Überfluss schuldet er dir also auch noch was, hä? In Ordnung. Reden wir Tacheles. Ich werde Isa herauslassen, aber erst müssen Sie mir meinen Mann nach Hause bringen. Bevor er alles versäuft, was er bei sich hat, comprende? Moment mal, ich werde nicht für jeden hier den Botenjungen spielen. Naja, entweder bringen Sie ihn her oder sein Geld. Sonst wird Isa das Haus nicht verlassen. Sie müssen gar nicht so schreien. Ich bin Ihnen nichts schuldig, okay? Entschuldigung, Senor, aber dieser Mistkerl bringt mich immer wieder auf die Palme. Woran erkenne ich denn Ihren Mann? Ganz einfach. Er stinkt 100 Meilen gegen den Wind und wird wahrscheinlich nicht weit entfernt irgendwo herumliegen, dieser räudige Bastard. Ich werde hier auf Sie warten. Gehen Sie endlich! Ah, okay. Das ist wirklich eine Furie, der hat mich untertrieben. Und ich glaube, der räudige Bastard ist,
weiter die Straße entlang. Nämlich der Landstreicher. Der hat nämlich schon das ganze Geld versoffen. Wie mir scheint. Hey Mann, können Sie mich hören? Aufwachen. Aufwachen, verdammt. Hat keinen Zweck. Der schläft wie ein Toter. Den kriegen wir jetzt nicht wach. Ist denn noch... Vielleicht, ich habe eine Idee, aber... Doch, der Brunnen leuchtet noch. Sonst hätte ich ihm einfach Wasser ins Gesicht geschüttet. Ich habe aber nichts, wo ich das... Ein Schlüssel? Eine Schüssel. Hier ist eine Schüssel und mit der Schüssel machen wir jetzt mal Wasser von dem Brunnen in die Schüssel. Und kippen dem Mann das ins Gesicht, damit er wach wird. So, die Schüssel in den Brunnen. Und ein bisschen Wasser schöpfen. Von dem stinkigen, ekligen Zeug, was man nicht trinken sollte, dass wir dem anderen Landstreicher jetzt, der eh schon stinkt, ins Gesicht schütten werden. Und schwupp. Was zum Teufel ist denn los? Ich habe versucht, sie aufzuwecken, und anders ging es nicht. Mich aufwecken? Und warum, um Himmels Willen? Ihre Frau sucht sie. Diese alte Drachen. Und darum wecken sie mich so auf? Sagen sie der verfluchten Furie, sie soll mich in Ruhe lassen. Naja, eigentlich ist sie mehr an dem Geld interessiert, das sie bei sich haben. Schon klar. Sie liebt es, mich komplett zu rupfen. So sieht's nämlich aus. Geben Sie mir einfach, was Sie bei sich haben sollen, und ich bringe es ihr. Ich habe nichts. Ich habe heute Abend alles versaffen. Ja, das war eine gute Nacht. Sie hätten dabei sein sollen. Hören Sie, ich muss in diesen Pub, aber der Türsteher wird mich erst reinlassen, wenn ich ein Mädchen namens Isabella mitbringe, die wiederum das Haus nicht eher verlassen kann, als bis ich ihrer Mutter das Geld gebracht habe, das sie nicht haben. Kapiert? Vielleicht. Das habe ich erwartet. Das hat doch alles keinen Zweck. Haben Sie wenigstens etwas Wertvolles? Geben Sie es mir und ich werde das Geld für Sie zahlen, damit dieser ganze Zirkus ein Ende hat. Ich habe aber nur das, was ich am Leibe trage. Oh Mann, von dem kann ich nichts erwarten. Dann buenas noches. Sie haben ihr kein Stück geholfen. Der sagt dann noch irgendwas jetzt? Es gibt nichts zu bereden. Ja. Bedeutet, ja, wir haben aber doch eigentlich... Es ist viel Geld drin, damit ich für die Reise genug habe. Und dieses viele Geld sollten wir, könnten wir ja eigentlich, dann, wenn wir schon viel Geld haben und wir schon größer sind, vielleicht können wir ja einfach Isabellas Mutter das Geld geben, aber er möchte das nicht. Er möchte lieber vorher was Wertvolles haben und das habe ich aber jetzt nicht, deshalb gehe ich jetzt erstmal in den Trödelladen, vielleicht liegt ja da irgendwie Geld rum oder so. Oder wertvolle Gegenstände. An der Tür wurde eine Notiz festgemacht. Bin in Rosies Pub. George. Ach verdammt, was? Oh Menno. Oh, toll, echt. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass dir gar nicht da ist. Deshalb will ich in den Pub. Nicht nur, weil ich durstig bin, sondern auch, weil der Typ da drin ist. Ja, super. Wir müssen mal sehen, was Isabellas Mutter jetzt sagt dazu. Wir haben ja ihren Mann gefunden. Wo ist er jetzt? Er war so betrunken, dass er nicht mehr auf seinen eigenen Füßen stehen konnte, richtig? Ja, so könnte man es sagen. Aber ich habe das Geld. Was denn? Hat er es Ihnen einfach so gegeben? Da stimmt was nicht. Naja, wenn Sie es nicht wollen. Einen Augenblick. Das habe ich nicht gesagt. Geben Sie es her, oder ich rufe um Hilfe! Was? Ich kümmere mich um diesen verdammten Säufer und Sie? Ach, vergessen Sie's. Hier ist das Geld. Es ist mehr, als ich erwartet hatte. Das hat er bestimmt beim Poker gewonnen. Nur gut, dass Sie es hergebracht haben. Aber jetzt bin ich an der Reihe. Danke, Fremder. Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Ich will wieder zurück in mein Bett. Muss morgen früh raus und zum Markt. Sonst verkaufe ich wieder nichts. Buenas noches! Gern geschehen. Da ist ja Isabella.
Und? Die steht da und beobachtet uns. Nee, ich gehe jetzt die Straße entlang.